2000 Live, the final countdown. Und hier knallt's schon. Und das sieht super aus. Ja, ne? Das ist so toll. Jetzt knallt's nochmal. Ich hab mir so viel oder auch nicht. Aber bei mir knallt das Ding nie. Versuchen es glückt. Wo ist es? Hier. Jetzt. Oh mein Gott. Jetzt. Unterdessen hast du ja schon wieder sowas. Was, ja, was wir haben ja mittlerweile gelernt, dass auch aus diesem rosa Teil etwas entstehen kann. Und immer das Gleiche. Vielleicht schafft es Michael auch daraus ein Krönchen zu machen. Oh, immer das Gleiche. Jetzt hab ich's kaputt. Super, Olaf. Damit wird so gut gemacht mit deinem Outfit. Ja, gib mir ein bisschen Zeit. Hast du da was drin? Haben wir Tesa im Haus? Du hast doch Tesa am Hals, da dieses Fliegenband da. Ja, aber das klebt fest. Fliegen geht da zusammen. Das klebt. So. Was kommt jetzt? Ach! Das ist Trikot 18. The Royal. Ich helfe dir. Nee, das zerrissen, das geht nicht. Das hat auch noch kaputt gemacht. Schade. Also es ist sehr prinzipiell so aus. Jetzt funktioniert. Eben sah es besser aus. Gott sei Dank. Netter Versuch, Olaf. Sie sind so albern, Frau Moschner. Wie finden Sie das denn zum Beispiel? Wir sind ja kurz vor dem Schritt ins nächste Millennium und wir werden kurz rausschalten und gucken, wie denn jetzt momentan die Stimmung ist. Ich schätze mal, das ist ziemlich am Kochen. Wird immer spannender. Ach, das ist ja noch so eins ein Zufall, dass sie die da getroffen hat, ne? Ja, das ist ganz zufällig. Millionen passiert. Und Abermillionen Menschen sind in Berlin unterwegs, aber die beiden treffen sich. Da ist ein schlechter Witz. Wie im richtigen Leben. Ein schlechter Witz ist drin. Da ist Geld drin. Da ist Geld drin? Ich weiß nicht, aber es. Oh nein, ein Herz. Oh. Und das ist ein. Wir machen jetzt hier die ganzen Tischböller kaputt, oh, weil Olaf, mit danach stinkt. Braucht das die eh keiner mehr. Voll heftig. Oder sind Horoskope drin? Ja, eben drum. Extra für sich schon mal. Das war. Was ist das? Diese Münzen. Wir haben ja noch die CD. Hier in diesem Wust von Papier. Party Rock 2000. Das ist die CD, ohne die keine Party eigentlich geht. Da sind jede Menge Songs drauf. Und wir gucken uns mal einen Song an. Das ist Jimmy Countdown drauf. Cosmic Girl. Kommt Ihnen sicher bekannt vor, das Lied. Zum Beispiel. Jetzt kommt der Final Countdown. So, ja, die Spannung steigt, die Stimmung steigt. Und jetzt wollen wir mal schauen, was unsere Nachbarn machen. Die Niederlande. Niederländer. Und das ist Männersache nämlich. Ich krieg's nicht auf. Oh Gott. Kann ich dir helfen? Nein, das ist Männersache. Das Männersache ist. Komm, wer ist zuerst aufgeregt? Das ist jetzt das erste Mal in meinem Leben. Ich will es dir nur vorbereiten. Aber nur vorbereiten. So. Nur vorbereiten. Das ist irgendwie unglücklich. So, ich wäre soweit. Aber wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit. So um die 8. Aber ich muss das Ding noch wegmachen, siehst du? Ja, bleiben Sie mal ganz ruhig, Herr Dirks. Hast du das Drahtchen schon weggemacht? Ich lass mir Zeit, weil das könnte ins Auge gehen. It could be just an explosion. Wo sind wir denn jetzt da hinten? Das ist Prag. Das ist Prag. Das kann ich aber sofort sagen. Und das sehe ich doch auch direkt, dass das Prag ist. Frau Buster, wo kommen Sie her? Das ist doch kaum zu glauben. Und gleich werden auch wir in und Prag. Und Václav Havel ist auch mit dabei. 12 Uhr haben. Und ich bin so froh, dass ich nicht auf Produktion bin. Frau Buster, Sie als tschechische Ikone, möchte ich sagen, des guten Geschmacks, haben das Sie auch schon mal, eine Audienz bei Václav Havel eigentlich? Das weiß ich gar nicht, wenn du mich jetzt sowas fragst, weil ich versuche gerade diese Flasche aufzumachen. Ja, aber das geht Sie doch gar nicht so machen. Einfach. Ja, das ist ziemlich schade. So, du hast das Goldene schon weg. Das Goldene. Laut. Ui. Das ist laut. Auch sehr spannungsgeladene so. Musik, ne? Ich habe selber zu Hause davon die ganze Zeit der Kollektion. Ja. So, jetzt sind wir aber woanders. Jetzt ist die Dolly wieder weg. Ja. Schade, dass Frau Buster weg ist. Nee. Dass die sich alle für eine Mühe gegeben haben, muss ich jetzt mal sagen. Ja. Das kostet! Ich will die Rechnung nicht sehen! Ich glaube. Mein Glas packt. Ich würde. Oh Mann, oh Mann. Oh wei, oh wei. Noch 40 Sekunden. 40 Sekunden. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Millennium! Ja, noch nicht. Wenige Sekunden. Oh Mann. Party. Oh wei, oh wei. Oh. Was? Dumme Idee. Wann? Noch 20 Sekunden. 20 Sekunden. 20 Sekunden und 99 is away.
Noch Wahnsinn. Boah, ich grüße meine Familie! Janni, Michaela, Russ, Dominik, Corinna, Happy 2000, Ola! Oh, herzliches Neujahr! Wie geht hier mit das Du an? Oh, Herr Schmidt, ich bin Ruth! Prost an euch alle da draußen! Lass dich knutschen! Prost, Prost, Jung! Hau rein! Wir gucken nach Frankfurt, zum Wohl! I don't want to kiss you! Prost! Frohes Neues Jahr an euch alle da draußen! Frohes Neues Jahr nach Frankfurt! Frohes neues Jahr an euch zurück, Berlin. Frohes neues Jahr! Alles Gute für 2000! Die Stimmung hier in Frankfurt ist gigantisch, kann ich euch sagen. Wahnsinn. Und ich werde jetzt eine Rakete zünden. Sebastian zündet eine Rakete. Das Schlimme ist, mein Feuerzeug ist nass geworden von dem ganzen Sekt. Frohes neues Jahr! Sebastian! Und wir gehen jetzt zurück nach Berlin. Was geht bei euch ab? Hallo? Berlin! So, und wenn dass Kameraleute ihre Geräte verloren haben, Nachricht haben, dann muss ich ganz ruhig, ganz ruhig. Glemmermann, Prost! Und sagen habt ihr 1 Million Leute in München auf der Leopoldstraße, hier kurz voraus, Turm der Bär und wir haben 2000. Ich grüße Berlin, wie sieht's bei euch aus? Yes! Ein gutes Gefühl! Ja, auch die Münchner können feiern. Champagner ist auch lecker hier in Berlin. Absolut. Komm, frohes neues Jahr! Lass die ganze Welle auf sich wirken. Hektik. Dirk Studios, frohes neues Jahr! Wir sagen einfach nichts. Wir schalten einfach nochmal nach München, weil es so schön war. Frankie! Bin ich? Ah, wieder da! Was soll ich noch sagen? Ein Feuerwerk da oben von Charivari, live mit dabei. Sendet live. Heute alle gut drauf. 2000! Ah! Können sagen, was Sie wollen, der Mann bringt es einfach immer wieder auf den Punkt. Jetzt 2000 Frankfurt. Ratzfatz geht das hier. Zum Wohl. In Frankfurt ist die Hölle los. Vielleicht könnt ihr das kurz erkennen, das Feuerwerk hier in Frankfurt. Die ganze Innenstadt ist so dermaßen überfüllt, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Und hier auf der Terrasse ist auch die Hölle los. Ich weiß jetzt nicht, wohin ich übergeben soll. Man hat mir irgendwas ins Ohr gebrüllt. Also nach Berlin, glaube ich. Bis gleich. Ich hätte noch ein paar Fragen, aber... Ja, genau, wir gehen Berlin, weiter nach Berlin. Vor die Haustür. Nach Berlin. Nicht du dich. Oh ja, das war nicht mehr. Ja, 2000. Die ersten Sekunden sind halt gerade so gesagt und gerieselt. Ja, ne? Ja, ich hab's auch gesehen. Ja, ein bewegender Moment. Zum Wohl. Wir gehen mal nach Frankfurt. Frankfurt. Bitte melde dich. Ach, ich zünde die
Rakete! Ich zünde die Rakete! Ich zünde die Rakete! Achtung, Elisabeth! Ab ins Jahr 2000! Jungs, ich habe eine Frage an euch. Ja? Was habt ihr beiden Schnuckis euch denn vorgenommen fürs nächste Jahr? Hä? Um Gottes Willen, das ist jetzt so eine ernsthafte Frage, die ich gar nicht so ernsthaft beantworten kann, liebe Elisabeth. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Ha! Will so bleiben, wie ich bin. Frankfurt, seid ihr bei uns? Und Jochen, du, was hast du dir fürs neue Jahr vorgenommen? Was ich mir vorgenommen habe fürs neue Jahr, natürlich will ich meine eigene TV-Show mit euch als Moderatoren nehmen. Und die soll also, okay, haben. Das soll alles in Erfüllung gehen. Also, liebe RTL2-Kollegen, ja? Wir wollen eine Sendung, alle drei. Wir sind ein super Team hier und wir haben mehr Stimmung. Und gleich wird und zurück nach Berlin. Zurück nach Berlin. Berlin. Es brennt nicht, Frau Moschner. Yo, ich versuche das hier so einzuzünden. Frank Zimmermann in München. Unsere Show ist viel geiler als eure. 1 Million Mark hat die Lasershow hier gekostet. Ein Feuerwerk, gigantisch. Und ihr sind unsere Mädels. Wie geht's euch? Seid ihr gut dran? Wir geben richtig Gas. Wie sieht's bei euch aus? Weiter. Ab jetzt noch drauf. Mensch, das ist ja unglaublich. Ich grüße erstmal hier das ganze Team. Können wir kurz mal zeigen? Wow, das ganze Team. Und hier rüber mal. Allen ein gesundes neues Jahr nochmal. Auch euch im Studio. Ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß, bleibt so wie ihr seid und umwerfen. Gigantisch. Vollkommen, vollkommen aufgelöst. Das sind Wunderkerzen. Aber Frank, wir wünschen dir natürlich auch viel, viel Glück und alles Tolle und bleib und so, wie du bist. Friseur. Und ja, Frank, nimm mal mein Tipp. München hat eine Leserbrief, was? Lasershow. Lasershow. Eine Lasershow. Das gucken wir uns natürlich an, extra weil unsere Lasershow ist gerade kaputt. Ich habe gerade im Hintergrund den Papst gesehen. Papst. Jetzt ist er wieder weg. Mensch. Da ist er. Da ist er, genau, der Papst. Johannes Paul, auch auf dein Wohl genau, an auf dieser jeden Stelle. Fall. Auch er muss arbeiten oder an Silvester. Ist das nicht angemessen, wenn ich den Papst zuproste? Weißt du, was ich gut finde? Ich finde es gut, dass wir noch nicht über gute Vorsätze gesprochen haben. Weil nö, das, das ist lassen doof. Wir auch schön dieses genau, Jahr. Genau, genau. Oder wie viele Pfannkuchen hast du eigentlich schon Dirk, gegessen? Haben Sie einen guten Vorsatz fürs nächste? Jetzt 2000, hör mal auf. Wir sind jetzt beim Du. Ich habe mich so dran gewöhnt. Na komm, dann gewöhn das mal ganz schnell ab. Du, ja, du. Dirks, Frankfurt, ich höre Frankfurt. Frankfurt, was ist in Frankfurt los? Ich weiß nicht, jetzt haben wir gerade so eine dufte Konversation. Ja, endlich mal. Die Knutschen in Frankfurt. Keine Lasershow, wir haben auch keinen Papst, aber hier tobt der Mob. Hier fliegt die Kuh. Ich habe hier eine ganz zart beseitete Dame neben mir. Du hast dich extra fein gemacht, nur für uns? Ja. Was hast du dir vorgenommen fürs Millennium? Was hast du dir vorgenommen fürs neue Jahr? Total geile Party noch zu Ende machen hier. Geile Stimmung ist hier. Und super. Was gefällt uns? Party! Man sollte vielleicht auch an dieser Stelle noch mal sagen, dass bis jetzt noch nichts passiert ist. Kein Computerabsturz, keine Weltuntergangsstimmung, vor allen Dingen keinen Weltuntergang, keine Katastrophen, nichts. Wir sind heil und gesund und fröhlich ins neue Jahrtausend gegangen. Und das wird gebührend gefeiert, Frankfurt! Yeah! Und ich glaube, wir sollten mal wieder Berlin, Statusbericht. Und Berlin meldet sich wieder mit wunderbaren Wunder. Stimmung. Okay, in Frankfurt am Main. Olaf, Manuel, ich auch sagen. Du, Herr Dirks, dann tue ich das. Ach so, ab jetzt. Wie war das mit den guten Vorsätzen überhaupt, die wir nicht ansprechen wollten? Die wollten wir uns schenken. Gut. Und zwar nicht mehr so viel, oder? Was? München, ich höre München. München drängt sich heute ziemlich auf. In München. In Hamburg. Was ist denn mit
Frankfurt. Wo sind die ganzen Leute? Wie sieht's aus? Alles hier sich? Das muss man mal genau erklären, dass man auf gar keinen Fall mit Feuerkerzen. Gar keinen Fall genau in die Flamme gucken. Sie brennt, sie brennt, sie brennt. Das verewigt sich. Das tut so ein bisschen weh, so ein bisschen fackeln die ja auch die Hände ab, ne? Hab ich dich angefackelt? Nein, noch nicht, aber der Champagner ist übrigens sensationell. Er wird schon langsam ein bisschen warm, aber er schmeckt super lecker. Und wir gehen wieder ab nach Frankfurt. Ich würde ja ein bisschen Berlin gerne sehen, aber wir sehen es Frankfurt. Oh, ich stehe hier immer noch. Endlich sind wir wieder in Berlin. Ich setz mich wieder. Ich werde jetzt noch mal dieses silberne Ding. Ich wollte dir was schenken. Unbedingt. Ist das. Oh, mein. Das jetzt mit dem Feuer zusammen, das hätte aber ins Auge gehen. Aber jetzt heißt das, ich kann das wirklich ganz unten halten, dann bleibt es auch irgendwie relativ kühl. Ach, das sieht super aus, Frau Moschner. Und man darf auch nicht direkt in die Flamme gucken. Auf gar keinen Fall genau in die Flamme gucken. Guck mal, ein Schweinchen. Das sieht ja schweinisch gut aus. Das ist ja Wahnsinn! Das ist schön. Ich wollte das Schwein schenken. Echt? Was sagst du dazu? Darf ich in dieses Schwein? Aber das Schwein gehört dir doch gar nicht. Stimmt. Aber es macht Spaß, Dinge zu verschenken, die einem gar nicht gehören. Schenk mir das Schwein. Ich will das. Nein, ich möchte dir echt das Schwein schenken. Unbedingt. Weil das ist ein Symbol für Glück. Und ich wünsche dir und ich wünsche allen da draußen zum Jahr 2000 viel, viel Schweineglück. Ich sage immer, ob Rind oder Schweinfleisch muss sein. Das war so ein Metzger-Spruch. Apropos Fleisch, wieder. Sind das wieder diese erotischen Knallbonbons, oder? Wurstesser sind die besseren Liebhaber. Was ist eigentlich international so los? Das nur nebenbei. Was ist wohl international so los? Das haben wir jetzt total vergessen von außer Deutschland Silvester. Wir gucken mal. Alles Alzer. Überall auf der Welt. Alles Alzer steht da. Ach, Walzer.